Hallo und herzlich willkommen zum neuen YouTube-Video. Mein Name ist Sven und heute geht es um die Prognose der Australian Open. Ich habe mir natürlich im Vorfeld einige Gedanken gemacht und auch die erste Runde gesehen der Australian Open und ich möchte jetzt ganz gern prognostizieren, wer die Australian Open gewinnen wird. Und übrigens, mein neues Angebot, die Ace Maker Masterclass, ist online. Ich zeige dir dabei alles über den Aufschlag, wie du deinen Aufschlag massiv verbessern kannst und es gibt ein fettes Gewinnspiel und noch vieles mehr. Melde dich jetzt an unter www.acemaker.de oder klicke auf den Link in der Videobeschreibung. So, ich habe meinen Zettel dabei, live aus dem Australian Open Studio. Schauen wir uns mal die zweite Runde an bei den Herren. Gleich kommen wir noch zu den Damen. Ich will mit euch ganz gerne die Favoritenmatches durchgehen, weil ich denke, dass wir natürlich hinten raus relevant und vor allem für die zweite Woche relevant sein. Es gab heute eine Überraschung, die ist schon, das Spiel ist schon zu Ende. Tifoe ist rausgeflogen aus dem Turnier, ja, und das ist relativ beeindruckend. Aber die anderen Partien laufen noch zum Teil, deswegen möchte ich ganz gerne meine Einschätzung geben zu den wesentlichen Matches. Erste Match ist Djokovic. Der hat gerade einen Satz gewonnen, einen Satz verloren. Ich denke, und wie man es auch kennt natürlich von den Turnieren, die ersten ein, zwei Runden sind meist immer so ein bisschen Orientierungsrunden, auch für die guten Spieler, für die Weltklasse-Spieler oder Top-Spieler, um sich einzuspielen, um mit den Gegebenheiten klarzukommen. Australien ist wieder ziemlich heiß. Dementsprechend muss der Körper sich natürlich akklimatisieren. Also schauen wir uns mal die wichtigsten Partien der oberen Hälfte an. Djokovic, ich denke, der wird gewinnen. Der ist gerade im vierten Satz, aber ich denke, das wird auch in vier Sätzen an ihn gehen. Der ist, arbeitet sich wieder rein, ist gut drauf und ich denke, da brennt heute nichts an. Im oberen Quartal ist noch Ben Shelton, der US-Amerikaner, junger Bursche, ich glaube 17, 18 Jahre alt, unfassbar gespielt, das letzte Quartal der letzten Saison und ich glaube auch, er wird sich durchsetzen und wird auch auf jeden Fall die Musik ein bisschen mitgehen da oben und wird dann im bestmöglichen Fall auf Djokovic treffen und dann kommt es natürlich zum Generationsduell auch und das ist natürlich immer schön zu sehen. Im zweiten Viertel haben wir Taylor Fritz, der hat beeindruckend gewonnen. Sehe ich gerade 0-3-1, das heißt, ist auch sehr gut in Form. Die Amerikaner stellen im Moment relativ gute, junge Burschen. Und das macht sich natürlich auch wieder auf das amerikanische Mannschaftsklima. Wirkt sich das auf, natürlich positiv, ziehen sich gegenseitig hoch. Wenn viele eigene Landsleute dabei sind, ist es natürlich immer besser für ein Land, weil halt dann auch zusammen trainiert wird und natürlich auch gegenseitig hochgepusht wird. Zweite Hälfte, Tsitsipas. Der hat auch jetzt gerade im vierten Satz, kämpft gerade auch und wird aber auch aus meiner Sicht gewinnen. Ja, auch da hat er einen Satz verloren, aber das kann passieren, das ist völlig normal, dass auch da all getestet wird, probiert wird und daraus natürlich dann auch für die zweite Woche vorbereitet wird. Gucken wir aufs zweite Viertel, da Jannik Sinner dabei, der hat heute auch gewonnen in drei Sätzen, der hat auch eine ganz starke Form. Ich bin schon gespannt auf die zweite Woche, ich denke, da wird er auf jeden Fall durchkommen. Der ist so gut drauf, der Junge, das wird auf jeden Fall ein geiles Viertelfinale und Achtelfinalspiel. Also ich glaube, der Sinner hat Chancen, wirklich bis ins Halbfinale auf jeden Fall zu kommen. Und dann schauen wir weiter. Aber der ist ein Highsporn, der ist gut drauf, der spielt knallhartes Tennis und hat auch eine unfassbare Fitness. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Dann haben wir noch Khachanov im zweiten Viertel. Der hat gerade gewonnen. Das heißt, auch da harte Vorhand, knallharte Schläge. Ich glaube aber, dass bei ihm wahrscheinlich in der nächsten Runde Schluss sein wird, wenn er auf den Bezwinger von Tifoe läuft. Kommen wir zu einem Lokalmatador, Alex Di Mineur. Der hat unfassbar gute Vorrunde gespielt und auch letztes Jahr gut gepunktet. Der ist in Australien immer brandgefährlich. Der ist auch mit Favoritenschreck. Ich glaube, der wird noch ein, zwei Runden weiterkommen. Dann haben wir hier noch einen Amerikaner, Korda. Ja, das ist der Sohn von einem ehemaligen Korda-Spieler. Und der hat auch seine Form so langsam wiedergefunden, hat ein bisschen am Ende der letzten Saison ein bisschen abgesackt, aber ich glaube, der kommt auch wieder als guter Techniker, hat unfassbares Schlagrepertoire, aber muss natürlich noch lernen, das Ganze einzusetzen. Da glaube ich auch, dass gegen Alex Di Mineur Schluss sein wird, aber ich glaube, es wird ein brandheißes Spiel, weil die beide topfit sind. So, schauen wir weiter. Dimitrov, geile Saison gespielt letztes Jahr und hat dieses Jahr auch schon wieder richtig gut angesetzt, hat Turnier gewonnen. Das erste seit 2017, glaube ich. Also da müssen wir auf jeden Fall mit verdammt guten Spielen rechnen. Der ist richtig heiß und richtig gut drauf und gibt im Moment alles und es passt bei ihm auch vieles. Von daher glaube ich schon, dass er weit kommen wird. Er wird dann auf Medvedev laufen und da wird wahrscheinlich, ich sag mal, ein 5-Satz-Match bei rumkommen, aber ich glaube, am Ende wird Medvedev gewinnen. Da sind wir mal gespannt, aber ich glaube, es wird ein geiler Fight von 4, 4,5 Stunden und Dimitrov kann, glaube ich, erstmal mitgehen, aber am Ende wird es dann wahrscheinlich an der Fitness für Medvedev sprechen. Kommen wir zum nächsten Tableauviertel. Alexander Zverev, auch super gespielt, jetzt in der Vorrunde. Ich glaube, der ist auch gut drauf, topfit und braucht auch das erste Spiel, die ersten zwei Spiele, um sich dann auch ein bisschen selber zu finden. Aber ich glaube, dass Alexander Zverev
sicherlich die Chance hat, bis ins Viertelfinale zu kommen. Zweite Woche, mindestens zweite Runde, dritte Runde. Also ich traue ihm auch zu, dass er dieses Jahr in einem Grand Slam-Finale steht. Ob er es gewinnen wird, weiß ich noch nicht. Aber ich setze große Hoffnung auf Zverev dieses Jahr. Kommen wir noch zu Kaspar Rüth. Der ist ein bisschen abgesackt in der Weltrangliste. Der steht gerade auf Position 11. Und ich glaube, der wird auf jeden Fall auf Zverev laufen. Und das wird natürlich auch ein knallharter Fight, weil das beide wirklich Weltklasse-Spieler sind. Auf das Match freue ich mich schon in der zweiten Woche. Aber bis dahin müssen natürlich beide erstmal kommen. Dann noch zwei Topspieler. Holger Rune, ja, gecoacht von Boris Becker. Der durfte leider nicht mitfliegen, ist ja Kommentator bei Eurosport. Aber ich glaube, der hat auch ein Wörtchen mitzusprechen, mindestens bis in die zweite Hälfte. Und auf der anderen Seite steht noch Kukas, der Pole, auch super gespielt, jetzt auch bei dem Cup, wo die Teams gegeneinander gespielt haben, gegen Zverev unfassbar gute Matches gespielt. Also der ist auch brandgefährlich im Moment. Von daher freue ich mich auch da auf ein gutes Viertelfinale oder auf die vierte Runde, wenn die beiden Kukas und Rune aufeinander laufen. Ja, kann natürlich zwischendurch noch was passieren, aber ich glaube, das ist so Tendenz, das, was da in der vierten Runde passieren wird. Und von daher bin ich da gespannt drauf. Und ganz am Ende des Tableaus laufen noch Alcaraz auf Tommy Paul, aber in der Mitte noch Jan-Lennard Struff. Und ich glaube, die zweite Runde wird für ihn auch noch positiv laufen. Hoffen natürlich, dass er bis ins Finale spielen kann, das auch gewinnen kann, weil es natürlich ein Lokalmatador ist. Aber ich glaube, da wird dann wahrscheinlich gegen Tommy Paul spätestens Schluss sein, weil er ist einfach ein Mann, der ja Top 10 aktuell spielt und hat einen richtig guten Lauf. Und Struffi, wenn er sich fängt, wenn er seine Powerschläge einbringen kann, dann glaube ich, dass er auch eine Nummer mitspielen kann. Aber Tendenz würde ich eher sagen zu Tommy Paul. Ich lasse mich aber gerne überraschen und sehe auch gerne danach die Runde, wenn er gegen Alcaraz spielt. Ja, weil ich Jan-Lennard Struff einfach sehr gerne Tennis spielen sehe und natürlich, wie gesagt, als Lokalmatador hier bei uns vor Ort bekannt ist und ja, auch ein Bekannter von mir ist, weil ich auch schon ihn bei den Australian Open besuchen durfte 2018. Das war eine schöne Sache und deswegen denke ich mal, dass Alcaraz hier weiterkommt in der unteren Hälfte, aber mit Tendenz zu einem guten Match gegen Tommy Paul und mit der Hoffnung, dass Jan-Lennard Struff uns alle überrascht und natürlich gegen Alcaraz das Match sucht. Springen wir mal ein bisschen vor und gehen wir mal aufs Halbfinale. Meine Prognose fürs Halbfinale sind in der oberen Hälfte Djokovic gegen Sinner. Das wird, glaube ich, ein geiles Match, wenn es soweit kommt, aber da gehe ich fest von aus. Auch wenn wir vorher noch gute Matches sehen. Und in der unteren Hälfte würde ich dazu tendieren, meine Prognose, weil ich, wie gesagt, Zverev jetzt in Topform halte aktuell, wäre Medvedev gegen Zverev. Und ich glaube, Zverev nimmt, wenn er bis dahin kommt und die Chance hat, wo ich fest von glaube, nimmt im Viertelfinale Alcaraz raus, weil ich glaube, der ist im Moment nicht ganz bei 100%. Ja, und ich glaube, Zverev ist gerade auf demselben Niveau. Und dann gegen Medvedev im Halbfinale wäre eine geile Partie und Matches, die wir auch schon im letzten Jahr häufig gesehen haben. Und ich glaube, dass wir da schönes Tennis sehen, natürlich auch in der Vorrunde schon. Aber das ist meine Prognose. Oben Djokovic gegen Sinner, unten Medvedev gegen Zverev. Und dann freuen wir uns auf deutsche Beteiligung im Halbfinale. Und wer wird sich nun im Halbfinale durchsetzen? Ich gehe davon aus, dass es oben Djokovic machen wird und unten mit guter Hoffnung Zverev, sodass wir im Finale Djokovic gegen Zverev sehen. Und das wäre meine Prognose fürs Finale. Wäre natürlich schön, wenn das so eintreten würde. Und dann glaube ich aber, weil Djokovic einfach unfassbar stabil bei den Australian Open ist und dass dort auch seine meisten Grand Slams gewonnen hat, dass er sich am Ende den Titel holen wird und durchsetzen wird. Und Djokovic lässt sich natürlich seinen 11. Titel nicht nehmen und will seinen Rekord weiter ausbauen, weil als alleiniger Champion von 11-mal der Australian Open ist natürlich schon der reine Wahnsinn, was der 36-jährige Körper da seit Jahren fabriziert. Aber er ist immer noch so fit und so gut als Spieler, dass ihn das, glaube ich, keiner nehmen kann. Aber ich würde mich natürlich auch auf Überraschungen freuen, ja, weil es sind gute, junge Spieler im Feld, die auch ja, sicherlich in der Lage sind, mal die Großen ein bisschen zu ärgern. Ob es dann im Endeffekt beim Grand Slam schon reicht, das ist natürlich die Frage. Aber ich glaube, es wird sich auch hier die Top der Welt durchsetzen und ja, Top 10 der Welt durchsetzen und dadurch natürlich fantastische Viertelfinals, Halbfinals und ein fantastisches Finale sehen. So, kommen wir zu den Damen bei den Australian Open. Hier gibt es ja meist immer ein bisschen mehr Überraschungen so von den Favoriten, wer stützt wen. Aber die Top-Favoriten sind im Moment noch drin. Das heißt, Swiatek ist noch dabei, Nummer 1 der Welt. Und Sabalenka, Nummer 2 der Welt, sind noch dabei. Und ich glaube auch, dass die erstmal ungefährdet weitergehen werden. Heute gab es eine große Überraschung. Jabeur ist rausgeflogen gegen eine ganz junge Russin, 16 Jahre alt. Und ein unfassbares Spiel, 6-0, 6-2 oder 6-2, 6-0, vom Platz gefegt. Auch ein Mega, also ein Megatalent, ja, nächste Voraussage, nächste Wunderkind ist da und die hat letztes Jahr schon eine unfassbar gute Saison gespielt, steht jetzt schon mittlerweile auf 45 in der Welt und
arbeitet super Tennis, muss man sagen, ist variantenreich, spielt gut. Die Andreeva, schaut euch das ruhig mal an. Das ist wirklich eine interessante Spielerin und noch ziemlich jung. Und ich glaube, aus der kann auch richtig was werden. Ich glaube auch hier, dass wir im Halbfinale oben auf jeden Fall Swiatek sehen werden und natürlich unten Sabalenka. So viel ist schon mal klar. In der unteren Hälfte im Halbfinale würde ich Coco Gauff sehen. Ich glaube, die hat im Moment auch ein sehr stabiles Spiel, ja, ein Power-Tennis-Spiel und ist im Moment wirklich richtig gut drauf. Hat jetzt auch ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt und ich glaube, dass sie das Halbfinale erreichen wird in der unteren Hälfte. Und in der oberen Hälfte im Halbfinale Jelena Rybakina würde ich als Einschätzung geben. Ja, auch eine sehr gute Spielerin. Sie läuft allerdings noch auf die letzte verbleibende Deutsche im Feld, auf Tatjana Maria, jetzt in der nächsten Runde. Und da würde ich natürlich Tatjana Maria auch die Daumen drücken als deutsche Spielerin natürlich. Wird aber schwer. Von daher würde ich jetzt als Tendenz sagen, dass Jelena Rybakina im Halbfinale aufläuft und dass wir dann folgende Partien haben im Halbfinale, nämlich Swiatek gegen Rybakina und unten Coco Gauff gegen Sabalenka. Und wer wird jetzt das Finale bestreiten? Da glaube ich fest an Swiatek gegen Sabalenka. Ich glaube, die beiden sind im Moment das Nonplusultra im Damen-Tennis und die beiden werden natürlich richtig schwer zu schlagen sein. Deswegen Finale Swiatek gegen Sabalenka und am Ende wird sich aus meiner Sicht Swiatek durchsetzen, weil sie einfach ein bisschen kompletter ist als Spieler, aus meiner Sicht technisch besser ausgebildet, viel mehr Varianten als Sabalenka, wobei Sabalenka natürlich ein unfassbar gutes Power-Tennis spielt. Ich bin gespannt, aber Einschätzung heißt hier, Swiatek gewinnt die Australian Open und ich hoffe, ich liege mit meiner Prognose richtig. Das ist meine Prognose zu den Australian Open 2024. Lass gerne einen Kommentar da, wie du das siehst, wer das Finale erreichen wird, wer das Halbfinale erreichen wird, damit wir uns hier ein bisschen austauschen können. Ich freue mich auf deine Meinung und natürlich auf ein tolles Turnier und auf richtig geile Matches und freue mich, dich beim nächsten Mal wiederzusehen. Bis dahin, dein Sven.